groß, schwarz, farbenfroh, gut ablesbar, robust und haltbar. Alles das verspricht die Tension CGK 204 Curare. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um das letzte Video meiner Miniserie zu Tension. Und zwar habe ich heute für euch die Tension CGK 204 Curare. Auf der Webseite kann man lesen, dass Curare angelehnt ist an die Farbgestaltung von Fröschen, von Giftfröschen. Ehrlich gesagt, ich hätte das nicht gebraucht. Mir gefällt die Uhr auch ohne diesen Bezug sehr gut. Es ist eine große Uhr, wie alle Uhren, die ich von Tension kennengelernt habe. Es ist eine schwarz beschichtete Uhr, was mir optisch sehr gut gefällt. Als YouTube-Filmemacher gefällt es mir nicht ganz so gut, denn es war echt schwer, die Uhr halbwegs gut ins Bild zu bringen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich werde aber, auch wenn die Aufnahmen vielleicht nicht so super toll sind, meine Begeisterung im Wort rüberbringen und es dort ergänzen, wo man es im Video vielleicht nicht ganz so gut sieht, denn die war echt richtig schwer zu filmen. Wie erwähnt, die Uhr ist wie alle Tension-Uhren groß. Sie ist auch relativ schwer. Schauen wir uns die Maße mal genau an. 43 mm im Durchmesser. Der Bandanstoß beträgt 22 mm. Und die Uhr hat eine Bauhöhe von 14,7 mm. Lag zu Lag, das habe ich handvermessen, sind es 49 mm. Und die Uhr wiegt ohne Band 112 Gramm. Auf der Vorderseite sowie auf der Rückseite ist ein Saphirglas verbaut und das Werk ist ein automatisches Werk auf der Basis des Etavalju 7751. Wenn ich sage 7751, dann wisst ihr, das Werk hat einige Funktionen mehr als das 7750. Das zeige ich euch auch gleich gerne noch einmal im Detail. Vorher schauen wir aber mal, wie die Uhr an meinem Handgelenk sitzt. Dafür muss ich meine Stova Pro Diver ausziehen und nebeneinander gehalten kann man schon sehen, dass der 1 mm, der die Curare größer ist, sich optisch in meinen Augen auch wirklich klar bemerkbar macht. An meinem Arm ist diese Uhr für mich gefühlt optisch zu groß, was ich sehr schade finde, denn sie gefällt mir richtig gut und ich habe an der Art der Uhr, der Gestaltung und vor allen Dingen auch an der hervorragenden Ablesbarkeit richtig viel Freude, aber von der Größe her fühle ich mich damit nicht wohl. Was die Ablesbarkeit betrifft, das ist eine Sache, die Tension sich ganz oben auf die Fahne geschrieben hat. Es gibt eine Informationspyramide, dort steht die Ablesbarkeit, das heißt Stunden- und Minutenzeiger an oberster Stelle, das Logo und der Firmenname an unterster und ist deshalb auch nicht bei jedem Lichteinfall zu lesen. Gefällt mir gut, denn eine Uhr ist bei allen Schmuckelementen, die sie vielleicht haben mag, zuallererst doch ein Werkzeug zur Zeitanzeige und diese Funktion hat Tension bei seinen Uhren ganz oben auf der Liste stehen und ich finde, das merkt man den Uhren auch an, denn sie sind alle sehr gut ablesbar. Alle drei Uhren, die ich hatte, konnte ich sehr schnell und in der kürzestmöglichen Zeit ablesen. Die gelben Farbakzente auf den Drückern sind übrigens Bernstein-Cabochons, die wunderbar mit der gelben Beschriftung der Tachymeter-Lünette, der gelben Stoppzeiger sowie der gelben Zeigerachse harmonieren. Finde ich
richtig toll gemacht. Ich möchte noch etwas zur Beschichtung sagen, denn die Beschichtung, so habe ich von Herrn Ulbrich erfahren, ist nicht nur oberflächlich aufgetragen, sondern soll sehr hart sein und sehr lange halten, sodass hier die Befürchtung von Abblättern oder Abrieb nicht gegeben sein dürfte. Das Gehäuse ist das, ich muss jetzt schon beinahe sagen, typische Gehäuse, was ich von Temtion schon mehrfach gesehen habe. Der Rotor setzt sich farblich ab und das Werk ist verziert. Die Uhr ist bis 100 Meter wasserdicht, sodass man mit dieser Uhr auch wirklich alles machen kann, was man denn machen möchte. Krone und Drücker sind verschraubt. Die verschraubten Flächen sind nicht allzu breit, aber wunderbar griffig und lassen sich mit Handschuhen bzw. mit meinen Handschuhen, die ich hier anhabe, ganz leicht bedienen. Hier seht ihr doch einmal die wunderschönen Bernstein-Cabochons und die, und das ist weiter eine weitere Besonderheit, die verschraubten Stege für die Bandanstöße. Man kann diese verschraubten Stege mögen oder hassen. Temtion hat dafür aber eine Lösung, die ich euch gleich noch zeigen möchte. Denn oft ist es so, dass man nicht den passenden Schraubenzieher hat oder wenn, dann nur einen. Die Hörner sind übrigens auch besonders geformt. Man kann das hier sehen, eine geometrische, eckige Form und nicht die häufiger anzutreffende, abgerundete Form. Wirklich schön, außergewöhnlich und auch eine Form des Horns, die ich so noch bei keinen anderen Uhren gesehen habe. Hinten in der Box, in der die Uhr geliefert wird, gibt es ein kleines Fach. In diesem kleinen Fach ist ein schwarzes Säckchen und in diesem schwarzen Säckchen sind zwei Schraubenzieher. Finde ich richtig klasse, dass Temtion hier mitgedacht hat, denn auf diese Weise kann man auch, ohne dass man sich noch einen oder zwei Schraubenzieher kaufen muss, die Stege wechseln. Alles, was notwendig ist, kommt mit, auch wenn es in Anführungsstrichen nur zwei profane Schraubenzieher sind. Ja, das nimmt einem ein kleines bisschen die Angst vor den verschraubten Stegen. Jetzt darf man nur noch nicht abrutschen. Da bin ich der ganz große König. Das muss man also dann wirklich entsprechend vorsichtig machen. Aber mittlerweile schaffe sogar ich das. Und wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch. Die Cabochon-Perlen hatte ich mehrfach erwähnt, aus Bernstein. Die Tachymeter-Lünette ist ebenfalls in Gelb gehalten. Und das schwarze Gehäuse, das ist so ein Mittelding aus glänzend und matt. Es ist nicht hochglanzpoliert, es ist aber auch nicht richtig matt. Also eine ganz interessante Lichtbrechung auf dem Gehäuse. Die Faltschließe ist mit dem Temtion-Logo versehen. Ja, ist natürlich auf dem Kopf, das sollte man vielleicht mal umdrehen. Genau. Ebenfalls sehr sauber gearbeitet. Das schwarze Band mit den gelben Kontrastnähten passt hervorragend zur Uhr, ist eine schöne Qualität, ist dick und ein dickes Band gehört auch an eine so große und relativ schwere Uhr und ist farblich hervorragend auf die Drückercabochons und die Zeiger abgestimmt. Wirklich wie aus einem Guss, so sollte es sein und das gefällt mir sehr gut. Ihr wisst, ich bin jemand, der wahnsinnig gerne mit Bändern spielt und oft ein neues Band dran macht und rumprobiert. Bei dieser Uhr, genauso wie bei der Classic Rot, die ein rotes Band zu den roten Zeigern hat, würde ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, rumzuspielen, weil ich einfach finde, dass es perfekt passt. Lass mal noch mal kurz eine Funktionskontrolle durchführen, denn ich bin gebeten worden, von einigen Zuschauern doch einmal in meinen Videos nicht nur einen Nightshot zu zeigen, sondern auch die Zeigerstellung bei 6 und 12 Uhr. Es ist nach wie vor
so dass ich die Drücker wirklich begeistert finde, da sie sehr griffig sind und sich wirklich gut bedienen lassen, ohne dass die verschraubten Drücker bzw. die zur Verschraubung notwendigen Griffflächen optisch zu groß erscheinen. Sie wirken sehr dezent, sind aber hochfunktional und extrem gut zu bedienen. Die Uhr ist ausgestattet mit einem Zeigerdatum. Ihr könnt das hier sehen. Die Tagesdaten sind umlaufend auf dem Ziffernblatt von 1 bis 31 und der gelbe Zeiger mit der Pfeilspitze zeigt das jeweilige Tagesdatum an. Zusätzlich wird der Wochentag und der Monat angezeigt. Die Uhr hat eine Mondphase integriert sowie eine 24-Stunden-Anzeige, also kein GMT oder zweite Zeitzone, sondern eine 24-Stunden-Anzeige. Angesichts der hochkomplizierten oder komplizierteren Datumsanzeige ist mir das sehr angenehm, denn dann kann ich auf der Uhr schon ablesen, ob ich das Datum verstellen kann oder nicht. Ich weiß genau, in welcher Tageshälfte ich mich bewege und kann das Datum stellen, ohne dem Uhrwerk zu schaden. Wie ihr hier sehen könnt, die Zeiger sind perfekt gesetzt. Da gibt es in meinen Augen überhaupt nichts auszusetzen oder zu kommentieren. Ein bisschen Luft ist in den Zeigern immer drin, das heißt, ein Bruchteil von einem Millimeter kann der Zeiger, je nachdem von welcher Seite ich komme, ob ich links oder rechts rumdrehe, abweichen. Aber ein Versatz um einige Minuten, wie es auch bei teureren Uhren schon mal vorkommt, ist hier in keiner Weise zu sehen. Richtig gut gemacht, sauber gearbeitet und spricht sowohl für die Qualität der Uhren als auch für die Qualität der Endkontrolle. Das ist übrigens der Gesamteindruck dieser Uhr, die ich habe, dass sie mit sehr viel Liebe fürs Detail gemacht ist, dass sehr viel Wert auf Produktionsprozesse und Qualität in diesen Prozessen gelegt wird und auch die Endkontrolle gut funktioniert, denn keine der Uhren, die ich hatte, hatte irgendeinen offensichtlichen Verarbeitungsmängel oder einen Flüchtigkeitsfehler wie eventuell falsch gesetzte Zeiger oder eine knirschende Krone oder knirschende Verschraubung. Alles das habe ich nicht gesehen. Was ich euch aber in jedem Fall zeigen möchte, ist, wie die Uhr bei Nacht ablesbar ist. Und hier haben wir noch ein kleines bisschen Restlicht. Ihr seht den Uhrenständer. Trotzdem leuchten die Zeiger hell und deutlich und sind richtig gut ablesbar. Aufgrund der Breite der Zeiger und der Größe der Uhr erwarte ich, dass diese Leuchtkraft auch lange anhält und auch ausreichend hell ist, um die Uhr die ganze Nacht auch ohne Lesebrille ablesen zu können. Jetzt habe ich drei Uhren von Temption auf dem Tisch gehabt, die Cameo, die Classic Rot und hier die CGK 204 Curare. Alles drei Uhren, die mir wirklich gut gefallen haben, die mich alle drei überzeugt haben. Die Curare, die ihr gesehen habt, zum Preis von 2.980 Euro, finde ich auch nicht überteuert, sondern wirklich angemessen vom Preis her. Mich würde interessieren, was ihr denkt. Ansonsten freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.